Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Sim World. Diesmal sind wir hier wieder auf dem Great Western Express und machen den Fahrplanmodus und schauen mal, welcher von den vier verschiedenen Sommertagen wir haben werden. Noch ist der Sommer. Nummer 1, ein klarer Sommertag, alles klar. Welche von den drei Maschinen werden wir nutzen? Wieder mal die Class 166, bisher haben wir die 166 und die 43 gehabt, aber noch nicht die 66. Wir haben 229 Möglichkeiten. 205. 205 haben wir glaube ich auch noch nicht gehabt. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich fertig bin mit Zielen. Ja, wir suchen der Finder und zwar ist es diesmal, was wir heute machen werden, Bewegung im Reading Train Care Depot. Bewegen Sie leeres Rollmaterial innerhalb des Reading Train Care Depots. Jo. Mal was Neues, mal was anderes. Ja, sehen wir uns dann gleich hingehen. Über einen Ort fahren, Depot Zugwaschanlage. Okay, wir müssen erstmal noch warten, bis es geladen ist. Dann über ein Depot. Okay, wir sind Motorstore noch an. Dann macht das aber nicht eher mehr Sinn, wenn wir auf der anderen Seite sitzen. Ich würde schon fast sagen, ja, aber nicht. Gehen wir mal kurz auf die andere Seite und bewegen uns dann von dort aus zur Waschanlage. Auf alle Fälle auf Nacht. Den Hauptschlüssel entriegeln wir. Ich muss wenn auf vorwärts. Schön wieder oben auch die Züge vorbeifahren. Und dann würde ich sagen, rollen wir mal zur Waschanlage. Mit den zugelassenen 10 Miles per Hour. Weisen sogar noch 15 Miles per Hour. Und das wird gleich ein bisschen weniger. Aber gut, mit der 2, mit der Leistungsstufe 2 können wir scheinbar. Okay, wir halten nicht das ganze Tempo. Gehen wir mit der Leistung ein bisschen weiter runter. Und rollen jetzt schon mal mit 10 Miles per Hour, auch wenn wir ja. Weil wir müssten nur drüber fahren. Wir müssen gar nicht wirklich so gesehen rein, scheinbar. Solange nicht mehr hier einen Zug komplett ausrüsten müssen, dass ich vergessen habe, dass wir erst das Dings, den Hauptschalter erstmal entriegeln müssen. Warum backen das jetzt immer noch rum, dass es immer noch so aussieht, als ob ich streamen wollen würde? Komisch.
Bleibt dabei, jetzt backt das noch mehr rum als vorher. Super. Die einzelnen Punkte sind so relevant, dass das vielleicht jetzt sogar schon gerade die Goldmedaille gewesen ist. Weil wir zu schnell gewesen sind. Jetzt fahren wir ja doch durch die Waschanlage. Oh Gott. Hoppala. Ja, dann kohlen wir mal 5 Miles per Hour scheinbar. Sind es. Was sind das sogar weniger? Weil wir durch die Waschanlage durchfahren. Cool. Wir bereiten quasi in dieser Folge und diesem Video hier alles vor für den nächsten Tag. Putzen nochmal schön. Okay, man kommt hier nicht rein. Wunderbar. Wenn der hintere Teil des Zuges draußen ist, dann können wir auch dort hinten dann halten. Und haben wir auch wahrscheinlich. Das Schöne ist, man kann hier prinzipiell scrollen, nicht so wie bei Train Sim World 2. Aber so wie es aussieht, ist das auch unser letzter Punkt. Und dann haben wir auch diese kurze Folge hinter uns. Nein, ich wollte nicht bremsen. Dann dürfen wir gleich sogar vielleicht auch ein kurzes Stückchen mit 10 Miles per Hour dorthin fahren. Aber das ist gut, dann haben wir schon mal den Zug sauber für morgen. Es sei denn, es regnet gleich nochmal, aber ist ja ein klarer Sommertag, von daher sollte es eigentlich passen. Ist aber wirklich auch schön, also dass man einerseits habe ich mich, oh Gott, was war das denn? Habe ich gedacht, okay, vielleicht fahren wir jetzt irgendwie eine Nachtstrecke oder so. Beziehungsweise eigentlich habe ich mich darauf gefreut, dass wir gehofft, dass wir mit dem Güterzug mal fahren. Das haben wir bisher im Fahrplanmodus so gesehen noch nicht. Also abgesehen von Sonntagsfahrer, aber das zählt ja nicht so wirklich. Aber ist auch schon mal schön, hier einfach mal so ein kleines bisschen so im Depot was zu machen. Mal durch die Waschanlage zu fahren, so ein bisschen was vorzubereiten. Muss ja nicht immer sein von A nach B fahren mit mehreren Zwischenstops. So ist es ja auch mal ganz schön. Was Kurzes für zwischendurch. Nochmal 30 Punkte bekommen, heißt, wir haben zweimal 30 Punkte bekommen. Plus dann das, was wir bekommen haben fürs Halten, also beziehungsweise fürs durch die Waschanlage fahren, sind wir nochmal 500 Punkte bekommen.
Ich dachte, das Zwergsignal sagt, dass wir grünes Licht haben, aber scheinbar ist das für den für das andere Gleis. 495 Punkte festhalten, das ist belastend. Hoffentlich reicht das. 4,5 Yards Haltegenauigkeit. Es reicht. Wunderbar. Ja, wir haben 10 Minuten gebraucht. 0,9 Meilen zurückgelegt. 1055 Aktionspunkte bekommen. Ja, reicht nicht aus. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich muss insgesamt für die Route muss ich Level 10, Level 18 brauche ich. Und ich glaube, bei der Class 43 brauche ich auch noch ein bisschen was für das Mastery. Aber mal schauen, vielleicht mache ich irgendwann mal ein Stream, wird es ja wahrscheinlich nicht werden, sondern eher mehrere. Aber mal schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich sehe euch dann beim nächsten Mal wieder entweder hier in Train Sim World oder Train Sim World 2 oder in einem Video hier auf dem Kanal. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.